Bomb abgeschlossen. Und willkommen zurück Bauwerk komplett. zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Und diesmal vergesse ich nicht das Umschalten. Ich versuche ja nach wie vor mich lernfähig zu zeigen. Bauwerk auch wenn komplett. ich da mehr schlecht als recht das Ganze zu machen scheine. Und noch nicht wirklich überzeugend bin, aber wie auch immer. So, wir können noch forschen. Ich will forschen. Ich will diese hier Zwillingsfestungen. Denn das Coole ist, dadurch kann ich zwei Sternenbasen bauen. Und diese Dinger, diese Sternenbasen, haben ordentlichen Wumms. Die sind richtig mächtig. Und sobald ich die habe, kann ich... Dann geht's richtig zur Sache. Weil dann kann ich hier schön hoch makron, also mich richtig schön aufbauen. Alles gechillt, kein Stress und gut ist. Und hier seht ihr schon, an diesen, wo sind wir? Oh, ein mächtiges Artefakt entdeckt, sehr schön. Ich wollte hier gucken, Bauwerk komplett. Die Linie schiebt sich langsam zu mir. Seht ihr das? Das ist noch hier noch nicht schlimm. Sollte das weitergehen, habe ich allerdings ein Problem. Denn dann werde ich durch fremde Kultur beeinflusst und das ist furchtbar. So, wir haben ein Artefakt gefunden. Ein anderes Imperium hat ein anderes Artefakt. Oh. Ich dachte wir. Nee, wir haben kein Glück. Naja. Okay. Geld hier. Was ist denn das denn? Laderäume, das klingt doch gut. Halt, stopp! Benötigt. Ich wollte doch erst noch diesen anderen. Diese Zwillingsfestungen. Ja, die will ich noch erforschen. Na, dann habe ich keinen Stress. So, das ist jetzt markiert. Hier gibt es ein Artefakt. Sehr schön. Na, dann mal gucken. Nur schnell! So. Wo ist das Ziel? Okay, wer wird Flottenkommandant? Stufe 3, Stufe 4, Stufe 1. Der da wird. Bestätigt. Flottenkommandant. Höchste Zeit. So. Aufgepasst. Und der braucht noch Zeit, bis seine Hülle wieder in Ordnung ist. Ich hab halt noch nicht. Es gibt hier so eine Forschung. Hier brauche ich. Na, eine orbitale Raffinerie fehlt hier noch. Glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Nein, der hat 3 von 3. Der hat 3 von 3. Genau, hier wollte ich keine bauen. Aber ich brauche noch eine. Moment, Titanenwerft ist. Forschung. Titanenwerft ist. Gießerei. Dann kann ich hier tatsächlich noch ein Übertragungszentrum oder eine zivile Forschungsbasis bauen. Bam. Übertragungszentrum brauche ich hier nicht. Hier habe ich 110% Loyalität. Das ist mir jetzt ausreichend. Von dem her alles gut. Taktische Kapazität, ja, vielleicht später. So, jetzt holen wir uns die Basen. Und das Coole ist... Link online. Höre laut und deutlich. Ja, sind das auch wirklich alle? Bereit. Höre laut und ja. Deutlich. So, mir fehlt eine Raketenfregatte. Die wurde vernichtet. Wo ist sie? Hier. Bauen wir neu auf. Und Jagdgeschwader kommt später noch alles. Wir haben 6 leichte Träger. Das sind diese Kreuzer hier. Kommandokreuzer. Den täte ich gerne auch noch erforschen. Kommandokreuzer. Noch ein... Oh, die haben alle Artefakte und ich schaue in die Röhre. Wie fies. Alle Geschütze bereit. Schiffsbauzeit wird reduziert. Oh, das ist nicht schlecht. Verkaufsertrag erhöht und Handelsertrag. Oh, das ist nützlich. Das sollte ich noch erforschen. Warte. Was wollte ich jetzt zuerst machen? Oh, hier gibt es so viel zum Forschen. Ich wollte Angriff. Da gab es diesen... Schwerer Kreuzer. Nee. Kommandokreuzer, den wollte ich haben. Und dann Zielmarkierung. Was bringt das? Gibt den Ziel... Das ist auch nützlich. So, das holen wir uns. Und dann... Dann die Laderäume. Irgendwann. Aber zuerst... Bereit. Schauen wir mal. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Komm Link online. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, ob wir nicht diesen Planeten einnehmen können. Fahren Sie fort. Forschung abgeschlossen. Ah, hier gibt's Asteroiden.
Ja, die können wir uns ja auch mal holen. Komm Link online. Einfach mal vorbei. Höre laut und deutlich. Und dann holen wir uns... Da ist der Kommandokreuzer, okay. Da bauen wir jetzt zwei Stück, die nehmen wir noch in die Flotte mit auf. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. So, diesmal nicht auf mich, das lasse ich nicht zu. Und hier gibt es den Konstruktionskreuzer. Und der kann die Sternbasen errichten und da bauen wir jetzt dann welche. Und zwar viele. Ich will überall Sternbasen haben. Tausende, Millionen, spielt keine Rolle. Das Empire ist noch profitabler geworden. Einfach viele. So, ich werde derzeit nicht angegriffen, das ist gut. Kann sich aber jederzeit ändern. Schauen wir mal. Was ich auch noch gucken muss, ist, ob es Aufträge gibt. Für mich. Abgeschlossen. Nee, habe ich ja alle abgelehnt, okay. Ja, bisher schaut es ganz okay aus. Die scheinen nicht auf mich wütend zu sein, das ist gut. Wohin, Commander? So. Commander an Deck! Höre laut und deutlich. Bereit. Okay, ein Konstruktionskreuzer ist schon mal fertig. Ich baue jetzt noch ein. Und dann schicken wir die beide an die äußersten Grenzen. Also einen auf den Planeten hier. Firenes oder Fira, wie auch immer, und Liriope. Du fliegst da lang. Und der nächste fliegt da runter. Und dann, dass ich hier meine Grenzen ein bisschen schützen kann. Einen werde ich hier oben brauchen. Allerdings macht es mehr Sinn, hier noch eine hinzubauen. Dann kann ich eigentlich gleich noch einen in Auftrag geben, ne? Stört ja nicht. Ah ja, hier. Braucht nur etwas Geld. Fahren Sie fort. So, Forschung, der nimmt jetzt hier sehr schönes Zeugs ein. Raffinerien, da schaut's euch mal das an. Das habe ich ganz vergessen. Hier habe ich nur eine. Und ich kann aber noch eine Raffinerie bauen. Das ist sehr gut. Berechne Stromkoordinaten. Bam, Raffinerie brauche ich. Ist hier ganz wichtig. Und hier... Na. Forschung abgeschlossen. Hier brauche ich tatsächlich nicht zwingend eine. Nee, das passt. Wie viele Raffineriezeugs habe ich hier? Eins, ja, aber das geht nicht besser. Aber das ist ja mein Safe-Spot, genau. So, das können wir zerstören. Stück für Stück, das macht nichts. Ich muss nur aufpassen, weil... das eine Schiff immer noch sehr verletzt ist. Die Argonis. Aber okay. Die wird sich schon einkriegen irgendwie. Jawohl, Commander. Dann holen wir uns den noch. Und die Sternenbasen müssten ja jetzt auf dem Weg sein, ne? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Kommandokreuzer. Folgen Sie mir. Und hier haben wir noch zwei Konstruktionskreuzer, die keinerlei Anstalt machen, auch nur irgendwo hinzufliegen. Der geht dahin. Und der andere Konstruktionskreuzer, der sich jetzt nicht bewegt, der geht dahin. Oder fliegt, oder schwebt, oder transzendiert, ist egal. Hauptsache, er bewegt sich irgendwie dahin. So, Laderäume, die holen wir uns jetzt. Und dann noch die beherrschende Ökonomie für noch mehr Kohle. Und ihr seht schon, Geld, Geld, Geld. Läuft derzeit ganz gut. Das Schöne ist, ich mache tatsächlich mehr Kristall als Metall. Und Kristalle sind wertvoller als Metalle, also... ist Bombe. Und man braucht auch häufiger Kristalle. Bei wirklich teuren Technologien, habe ich das Gefühl. Also von dem her, nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann... darüber. Kaburaki. Und den holen wir uns auch. Und... ich denke schon. Der Kommandokreuzer auch noch dahin. So. Ich finde es das cool, dass der hier so einen Staubring oder sowas hat. Das ist echt cool. Und wie gesagt, die Musik ist einfach saugeil. Sie ist nicht so besonderes, aber die Stimmung, finde ich, passt einfach unglaublich gut. Und das Tolle ist, ich glaube, das Spiel gab es für 5 Euro bei Steam. Und das Spiel ist anspruchsvoll, also 5 Euro ist definitiv eigentlich zu günstig, muss ich ehrlich sagen. Meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es wirklich Multiplayer-tauglich ist, weil eine Partie einfach ewig dauert. Also das ist so ein Spiel, das kannst du mit einem Freund, wenn ihr auf ähnlichem Skill-Level seid, dann kannst du das mit einem Freund über Monate hinweg an einer Partie, glaube ich, sitzen. Weil du hast ja nicht immer jeden Tag 8 Stunden Zeit zum Zocken. Normalerweise. Von dem her, boom. Aber
Mächtig, definitiv mächtig. Vielleicht nicht wirklich Multiplayer-tauglich, aber so Koop und so, ja, vielleicht, wieso nicht, klar. So, Wüstenkolonie. Ah ja, siehst, das brauche ich ja auch noch alles. Und was haben wir hier? Langstreckensprünge, ferne Sternensysteme, Wurmlöcher durchqueren, geringere, das ist gut, wenn ich weniger Zeit brauche. Industriekoloss ist nicht schlecht, aber will ich jetzt gar nicht. Das will ich haben. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche ja. Credits benötigt. Mehr Kristalle benötigt. Seht ihr? Bumm, verkauft, schwupps, aber keine Kristalle. Wow, da gibt's zwei Punkte. Mehr Handelsertrag und nur mehr Verkaufsertrag. Das ist stark, das ist sehr stark. So, mir gehört dieser Wüstenplanet, nachdem ich das Ding hier erforscht habe. Glaube ich. Egal. Erwarte Befehle, eine gute Entscheidung. Sind die... So, und jetzt bauen wir mal eine Sternenbasis. Ich muss nur überlegen, wo baue ich die hin, weil hier bin ich von drei Seiten angreifbar. Ich baue die also... Eine baue ich hier hin. Und die zweite kommt dann, glaube ich, da hoch. Das Tolle, das Ding ist ja... solche Dinge wie Sternenbasen, Geschütztürme etc., die sollen ja nicht wirklich was verteidigen. Also die haben einen gewissen defensiven Wert, sollen aber für gewöhnlich, meistens, bei den meisten Spielen ist es so, bloß Zeit kaufen. Also sie sollen den Gegner so, sie haben so eine Nischenfunktion, finde ich. Einerseits, wenn du sie ignorierst, hauen sie zu viel Schaden raus. Dadurch musst du sie angreifen und vernichten. Und das gibt dir persönlich als Spieler, der die Verteidigungsdinger hat, die angegriffen werden, Zeit, um deine Armee dorthin zu schicken. Bei StarCraft ist es ja ähnlich. Mit der Planetary Fortress oder einem Bunker oder Spinecrawler oder Photon Cannon. Spielt keine Rolle. Kauft Zeit. Gut, dort ist es, finde ich, vielleicht ein schlechtes Beispiel irgendwo, weil es zu overpowered ist. Ich habe das Gefühl, Defensive... Ja, schwierig. Also bei Mutalisken gegen Missile Turret sehe ich, dass die Muten zu stark sind irgendwo. Außer mit Counter Repair. Da ist es mit diesem Zeitdingsbums. Bei Photon Overcharge, das verteidigt halt zu stark. Aber generell, der Gedanke hinter statischer Verteidigungsanlagen ist, so wie ich finde, einfach bloß sich Zeit zu erkaufen, bis deine Armee eingreifen kann. Und das klingt doch ziemlich logisch. Und mehr ist es auch nicht. Also, man sollte, denke ich, selten... Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen alles... Boah, da kann man richtig schön logistisch bauen. Aber ich finde, man muss sich von dem Gedanken verabschieden... Warte mal. Von dem Gedanken verabschieden, statische Verteidigung ist in der Lage, mich komplett sicher zu halten. Weil das stimmt einfach nicht. Sollte es auch nicht. Das wäre zu stark. Irgendwo. Kommt aufs Spiel wieder drauf an, aber ist so ein bisschen meine Meinung. So. Und jetzt schauen wir uns hier doch mal die Sternenbasis an. Guckt euch das an, die wird hier gebaut. So wird sie mal aussehen. So ein richtiges, mehreckiges, echt cooles Konstrukt. Und ist gar nicht so klein. Schaut euch das mal an im Vergleich zum Planeten. Klar, ist kleiner, ist ja nur eine Basis. Aber, da passen eine Menge Leute rein. Und ich finde, das schaut übelst geil aus. Wenn es dann mal fertig ist. Laut und deutlich. Aber das dauert noch ein bisschen. So, was bauen wir hier Schönes hin? Ein Handelsposten? Bauwerk Übertragungszentrum? Planetenentwicklung abgeschlossen. Und später mit Sicherheit noch eine orbitale Raffinerie. Mit Sicherheit. Komm Link online. Ah, wir haben hier ein Level abbekommen. Schaut euch das mal an. Experimenteller Schild oder Flakfeuer? Flakfeuer ist gegen Kampfflieger gut und der Schild ist Schaden verringern. Ich nehme mal das Flakfeuer. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese Geschwader ziemlich nützlich sind. Hier, Jagdgeschwader, Bombergeschwader, die hauen schon gut Schaden raus. Aus Star Wars wissen wir ja, die können den ganzen Sternzerstörer in die Luft jagen, wenn du es gescheit machst. Also von dem her, gefährlich. So, und hier haben wir jetzt die nächste Sternbasis in Auftrag gegeben. Und hier unten ist auch schon eine im Bau. Wäre ich richtig, richtig freudig. Ha, Sternenbasis. Geil. Abgeschlossen.
Irgendwas wollte ich noch bauen. Ah ja, die orbitale Raffinerie, natürlich. Die bauen wir jetzt. Die bauen wir jetzt hier rein. Bam! So. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Oh oh, ein Auftrag. Ich soll. Die wollen Geld von mir. Vergiss es. Niemals. Nicht jetzt. Ich bin gerade dabei, Sternenbasen zu bauen. Also ihr könnt euch mal vorstellen, wie viel das kostet, eine Basis in den Sternen zu haben. Aus heutiger Sicht. Das kann sich... Die ganze Erdbevölkerung könnte sich das nicht leisten. Derzeit. Vermutlich. Und die wollen von mir noch Credits. Haha! Nope. Gibt's nicht. Keine Chance. Leider, leider. Abgeschlossen. Ach, schon wieder. Guckt's mal, wo überall Artefakte sind. Da unten, hier, dort. Und ich krieg keine, oder was? Wo sind meine Artefakte? Hier, Artefakte. Hier, nix. Nada, niet. Guten Tag, Commander. Guten Tag, Commander. Planetenentwicklung abgeschlossen. Kommandore. Oh ja, richtig. Was ich hier noch wollte, ist... Comlink aktiv. Die zusammenfassen. Das sind, da müssten jetzt auch die Dingsschiffe dabei sein. Die Kommandoschiffe. Ja. Höre laut und deutlich. So, hier gibt es noch ein Level. Ab, Embargo. Pff, wieso nicht? Jetzt muss ich allerdings sagen, kommt schon wieder der nächste Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.